auch das Rothaus Cube Team mit Matthias Bettinger und Benjamin Rudiger mit dabei. Milena Landwing mit dem braunen Trikot, der führenden in der Einzelkategorie der Damen. Die Schweizerin, die in diesem Jahr unbedingt den Titel holen möchte hier beim VW Trans Schwarzwald. Zur Schweizerin Milena Landwing, die führt in dieser Kategorie der Damen. Sie setzt sich schon nach wenigen Kilometern von ihrer härtesten Konkurrentin ab. Benny Rudiger, der deutsche U23 Cross-Country-Meister von 2006 mit seinem Teamkollegen Matthias Matze Bettinger. Ja, das war das Maximale, was ich rausholen konnte. Von dem her war es okay. Benjamin Rudiger und Matthias Bettinger gewinnen ganz in der Nähe ihres Hauptsponsors diese Etappe. Ja, auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag für uns, bei unserem Sponsor einen Etappensieg zu holen. Ist richtig schön heute. Benny Rudiger, es sah allerdings nach einem richtig harten Stück Arbeit aus heute. Die letzten Kilometer bergauf, es war wie eine Bergankunft bei der Tour de France oder so, also wirklich am Limit. 7 Etappen, 7 Siege, das sieht auf dem Papier nach einem leichten Erfolg aus. Ja, so leicht war es noch nicht. Also ich meine, man fährt ja auch immer von Tag zu Tag und man weiß ja nie, was noch kommt. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn man da eigentlich den Vorsprung immer weiter ausbaut und nicht sich da einfach ausruht und wartet, was passiert.